So, hallo, herzlich willkommen bei Sunny Tested. Heute möchte ich euch unseren neuen Rasenmäherroboter vorstellen. Der ist für 1000 Quadratmeter gedacht, kann bis zu 3 Außenbereiche mähen und kommt auch mit einer Steigung von bis zu 65% klar und fährt jetzt pünktlich um 1 los. Hier ist übrigens die Ladestation. Ich gehe mal eben hoch, dann seht ihr hier oben unsere Antenne. Die ist ganz besonders wichtig, da es sich ja hier um einen Rasenmäherroboter handelt, der, ich gehe noch mal näher dran, da, der keinen Begrenzungsdraht braucht. Jetzt gehen wir mal hin und begleiten ihn einmal kurz und ich zeige euch gewisse Kleinigkeiten. Hier oben drauf, die beiden Punkte, ist der Regensensor. Dann gibt es natürlich einen Notfallstartknopf. Und wenn ich jetzt noch einmal dichter dran gehe, seht ihr dort auch die Federung. So. Und auch die sehr, sehr guten Reifen, die einen Griff haben. Hier sieht man die Reifen nochmal ganz genau. Ja, ihr merkt es, wie wir hier immer hinterherlaufen. Wir haben hier vorne, ich zeige euch das mal, die Sensoren. So, dann fangen wir hier an und dann seht ihr gleich, wie er langsamer wird, weil er jetzt hier einen Gegenstand festgestellt hat. Das heißt, die Sensoren warnen die KI im Gerät davor, dass ein Widerstand kommt. Das kann ein Zaunpfahl, ein Kind oder auch ein Igel sein. Wir lassen allerdings unseren Rasenmäherroboter nicht am Abend fahren, sondern so gegen 1 Uhr mittags schalten wir ihn ein und jetzt fährt er hier halt seine Grundstücksgrenze ab. Oh. Ihr seht, dass ich jetzt hier hinterher laufe. Wie wird der stellt er sein Grundstück fest? Das funktioniert einfach ähnlich wie ein ferngesteuertes Auto anhand der App. Geht man mit dem Handy in der Hand den Grundstücksrand ab und bekommt so dann quasi einen Umriss und dann wird der Rest berechnet. Ach ja, was haben wir noch? Ja, der Bumper, genau. Also wenn er auf Gegenstände stößt, ich mache mal eben, und damit ihr das mal sehen könnt, stelle ich mich mal ganz übermütig entgegen. So, habt ihr das gesehen? Er hat automatisch gestoppt. So, dann lassen wir ihn mal weiterarbeiten und jetzt weicht er demjenigen aus, dem Gegenstand. Das ist nicht bis zum Messer gekommen, sondern der Bumper hat automatisch das Stoppen eingerichtet. Meine Füße sind noch ganz wie gehabt. So, gehen wir eben aus. Und jetzt seht ihr auch, dass er sich zurechtfindet, um in möglichst geraden Wegen zu mähen und dadurch bekommt man hier, man sieht es jetzt nicht mehr so ganz genau, hier diese schönen geraden Linien, die kommen von einem Saugroboter, der hier bei uns immer seinen Weg findet und so eine ganz tolle Optik schafft. Wir haben eingestellt auf Standardmodus, das heißt eine Überdeckung von 30 cm, also eine Überlappung. Man kann auch noch auf Fein einstellen und hat dann über eine Überlappung von 20 cm. So, die Schnitthöhe ist natürlich frei einstellbar. Wir haben recht niedrig gewählt, weil wir hier sehr viel Unkraut haben. Und ihr seht halt hier, wie er sich auch am Grundstücksrand ganz genau abmäht und dann an das inneren Bereich rumgeht. Das erinnert mich sehr an meinen Saugroboter zu Hause. Ja, das war's erstmal. Wir machen erstmal Schluss. Hier haben wir auch noch eine Steigung, wie ihr hier sehen könnt. Damit kommt er anstandslos klar. Auch mit den ständigen Huggeln und Erdlöchern, die so ein Spielrasen nun mal hat, kommt er auch super klar. Ich hoffe, ihr könntet meine Stimme auch gut verstehen, obwohl ich hier draußen bin. Ja, wenn euch das Video gut gefallen hat, lasst mir ein Nützlich da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.